Was zum Geier ist das denn? Oh! Oh! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Sieht das schon wieder geil aus. Ist das? Korallen. Oh, sieht das geil aus schon wieder. Fuck. Boah. Diese Stalaktiten, die da von oben kommen. Wahnsinn. Ich gehe zwar weit in die Höhle, aber ich will da nicht runter. Ich habe da wieder so ein fettes Team gesehen. So. Landeplatz des Sunbeam. Ja, schön. Da kann ich erstmal keinen Blumentopf gewinnen. Okay, dann gehe ich doch runter. Das ist gar kein Tier. Das leuchtet nur. Baumegel. Ach du. Wie viel gibt's denn da von dieser Flora und Fauna und dem ganzen Zeug? Höhenwölkchen habe ich schon. Ich muss mir vor allem merken, wo es hier rausgeht. Oh fuck, genau das ist jetzt passiert. Hier, ich muss mich hier orientieren. Oh Scheiße. Oh oh. Oh oh. ja. Wo geht's hier raus? Fuck. Hier? Nein, auch nicht. Hier, okay, hier oben geht's raus. Oh, okay. Luca, hi. Das heißt, ich hau das Vieh. Das Vieh hat mich hinterrücks angesprungen. Ich hab mich nur gewehrt. Das war Notwehr. Wann geht's da weit runter in die Höhle? Ich werde mich hundertprozentig. Ich werde hundertprozentig keine Luft mehr kriegen. Ich werde sterben. Eines schrecklichen Todes. Also Memo an mich. Memo an mich, wenn wir bei 70 Sauerstoff angekommen sind, dann muss ich umdrehen. Scheiße. Boah! Krank. Krank. Krank, 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 krank. Was ist hier? Violette Tafel. Ist das? Was ist eine violette Tafel? Was ist das? So, wir finden noch raus. Ich habe den Plan. Pass auf. Immer nach oben schwimmen. Zacka. Wahrscheinlich bin ich in ganz anderen Teil der Höhle jetzt. Doch, hier. Wunderbar. Dann gehe ich nochmal runter. Guck mal, dass der Höhlenkrabbel Energiequelle wechseln. Ich wusste, warum ich was mitnehme, ne? Ich wusste es. Jetzt. So, und weiter runter. Scannen. Die Punkte des Ampferblatt. Nämliche Lebensformen. Okay, das ist eine Hirnkoralle. Scheiße. Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht so tief gehen, aber das ist super interessant gerade. Interessant. Nichts. Gut, dass ich zumindest die Maske schon habe. Boah, ich kann ja gar nichts sagen, weil es so cool ist. Oh, Glück gehabt. Ich dachte mir, dass da wieder rausgeht. Im Ozean. Ich dachte. Nein, 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 nein. Verzieh dich. Verzieh dich, du Tier. Ja, ist ja gut. Vielleicht war es nicht so episch, da wieder rausgefunden zu haben. So, okay. Gut, dann waren wir in der Höhle. So, ich soll mir was von den Bäumen abschneiden, hast du gesagt.
landet man halt ultra langsam, ne? Komm ich da? Wasser! Scheiße! Ich hau mir jetzt die ganze Zeit so Knollenbäumdinger rein! Da gibt's Wasser! Oh! Zack, 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 zack! Abuse! Abuse! Noch Strahlen? Nein, kalter Schock. So, okay, das war die Höhle. Da waren wir jetzt drin. Dann gehen wir mal weiter zum Landeplatz. Voll gut, Knollenbaum. Klar, Bäume speichern ja Wasser, oder? Alter! Was zum Geier ist das denn? Oh! Oh! Okay. Moment. Moment. Ich muss noch mal kurz. Bin ich jetzt am Landeplatz oder was ist das jetzt hier? Was ist hier der Landeplatz? Scheiße, was ist das denn jetzt? Ich dachte, das ganze Spiel wird sich nur unter Wasser abspielen. Dabei ist hier so ein, keine Ahnung was, Tempel. Und natürlich fällt mir nichts Blöderes ein, als da einfach rein marschieren. Oh, Mistvieh. Komm da her. Oh, Mistvieh. Zieh dich. Die machen Gott sei Dank nicht so viel Damage. Ich muss kurz was trinken, sorry. Boah. So, jetzt aber. Ich bin... Was? Voll, das was interessant aussieht, kann ich nicht scannen. Selbstscannen kann man mal machen. Self-scan complete. Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. Okay, da geht erstmal nichts. No adverse effects detected. Keine nachteiligen Auswirkungen festgestellt. Sehr gut. Also ich vermute, ich musste wahrscheinlich die Platte, die ich jetzt gefunden habe, einsetzen, richtig? Die Platte ist kaputt, da zeigt mir ja schon den Weg. Da zeigt mir, ich muss in die Platte einsetzen, ganz eindeutig. Tafel einsetzen, das war klar, okay? Kraftfeldsteuerung. Okay. Da sind wir, da. Oh Gott, soll ich da reingehen? Geht jetzt einfach mal rein. Eine Metalllegierung mit beispielloser Beschaffenheit. Du Scheiße. Ach du Scheiße. Alien-Raumschiff. So viel zu die Evolution wird neben Wasser stattfinden. Das sieht zumindest aus wie ein Alien-Raumschiff. Es muss halt bei keins sein. Hey, was ist das? Was bist du? Kann ich halt natürlich nicht scannen. Ah, hier ist eine zweite Tür. Hier ist eine zweite Tür. Ich möchte das nicht runterspringen. Schau mal, was da unten noch ist. Da geht's auch nochmal die Treppe runter. Mega interessant einfach hier. Weil wir spielen, Storys sind eh geil. Bist du? Ein Ionenwürfel. Alter. Wo bin ich denn hier? Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Ionenwürfel. Energiequelle mit hoher Kapazität. Oh. Energiequelle. Papam, papam, noch einer. Nehmen wir doch einfach mit. Er macht und alles ist aus. Habe ich da irgendwas? Datenterminal. Ach du Scheiße. Vollstreckungsplattform. Oh Gott. Okay. Kann ich das, hat er das jetzt übersetzt? Logische Daten? Nein. Ach, Datendownloads. Fremde Daten. Daten aus Terminus. Baumaterial. Baumaterial, Grundriss, Steuerung. Bla 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 bla. Alles nicht interessant. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Oh oh. Oh oh.
Bin ich tot? Ach du Scheiße. Ein Aufzug im Jahr 2050. Ist das geil. Ist das geil. Oh, shit. Hier ist Wasser. Oh Gott, ist das geil, das Spiel. Oh, heilige Scheiße. Ach, Kacke. Hier ist ja noch mehr. Jetzt geht's hier auch rein? Ja, ich gehe dir schon nicht zu nahe. Da auch rein irgendwie? Von unten vielleicht? Tja, das ist hier ein Anker, ne? Nach Anker aus, das haben die hier befestigt. Warum auch immer. Oh, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm! Aus dem Tor. Hm. Gut. Egal, gehen wir wieder rein. Gehen wir da rein. Sehr cool. Frage ist, ist das auch bewohnt? Ist da jemand drin? Oder ist das eine KI vielleicht, die das irgendwie regelt? Ja, wieder im Unterwasser schwimmen, viel schneller. Oben war außerdem eine Tür. Oder ein Durchgang. Die Tür ist betrieben. Bin mal gespannt, was ich hier noch finde. Bin ich nun? Ah, ist das der Anfangsraum wieder? Nö. Ich bin im Anfangsraum. Doch, ich bin nur weit genug unten. Brauche ich hier? Was ist das? Auch ein Terminal? Oder brauche ich hier wieder eine Scheibe? Ist noch eine violette Tafel. Ah, sehr geil. So aus, als ob ich zufällig, ganz zufällig über den richtigen Weg laufe. Okay, ja, ich weiß, wir kommen von der Seite her, richtig? Was ist das? Ah. Weltenvernichter? Und ich hau erstmal mit dem Messer drauf. Weltenvernichter? Was ist ein Weltenvernichter? Gens zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energien hält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Er war vielleicht für den Fall des Versagens der Quarantäne vorgesehen. Glücklicherweise hat es versagt. Okay. Der Weltenzerstörer. GG. Scheiße. Don't fuck with the Weltenzerstörer. Hundgütiger. Ah, hier, guck an. Hier komme ich bestimmt raus. Mit Kontrollraum dieser Einrichtung. Wie weit bin ich denn da schon drin? Ja, Weltenvernichter. Ja, habt ihr erstmal ein Messer drauf gehen, erstmal gar nicht scannen, erstmal ein Messer drauf wuchten auf den Weltenstörer. Scheiße, sieht eine Energiekern aus, oder? Also so muss ein Fusionsreaktor aussehen. Ob das eine Fusionsreaktor? Was ist das? Was für eine... Alter! Boah, dachte, schießt auf mich. Einrichtung abschalten. Wie abschalten? Will ich das Ding abschalten? Klar, ich schalte es ab. Da ist ein Ausknopf drauf. Alter! Oh oh. Oh oh. Au! Control panel is broadcasting a message. Translation reads: Infiziert. Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Self-scan complete. Okay. The bacterial infection in your system has progressed. Es wurde eine Hautveränderungsreaktion des Immunsystems festgestellt. Ja, und jetzt? Required to identify bacterial strain. Ja, und nun? Translating background broadcast. Downloading summary to databank.
Hintergrundübertragung. Was für eine Hintergrundübertragung? Wieso hat es mich jetzt gestochen? Das was auch immer. Effekte, fremde Daten. Scheiße, Technologien. Ich sehe das hier irgendwo. Überlebende der Aurora, das ist egal. Ich sehe das hier irgendwo. Korallenpflanzen, Tiere, fortgeschrittene Theorien. Exemplar mit Symptomen einer unbekannten Infektion. Solchen Forschungseinrichtungen. Okay. Okay. Ja, ich hab's gerade gelesen. Hier. Leuchten grüne Blasen bilden ein Netzwerk um infizierte Stellen herum. Der Pathologe weist auf ein Bakterium hin, das durch Wasser übertragen wird, das in der Lage ist, durch die Haut in den Körper vorzudringen. Grundlegende Hinweise auf geringfügige genetische Mutationen und aggressives Verhalten. Warnung, Ansteckung möglich. Fleisch unter keinen Umständen verzehren. Bakterium selbst ist alles anders als alles, was die menschliche Forschung bisher aufgezeichnet hat. Oh, fuck. Da würde man sagen, es war wohl wichtig, dass ich diese, dass ich die Ding bekomme, die Forschungseinrichtung bekomme. Was brauche ich denn dafür? Bin falsch gelaufen. Wo ist es denn? Gelbe Warzen. Gelbe Warzen. Ein Warzrutscher. Okay, gut. Ich denke, damit sind wir hier mit dem Raum hier erstmal durch, würde ich sagen. Sieht zwar alles total cool aus, aber wenn das der Energieraum ist, instinktiv einfach immer richtig gelaufen. Ich glaube, wenn ich erst an dieser Platte angekommen wäre und vorher nicht die Tafel gefunden hätte, dann wäre ich, glaube ich, wieder zurückgegangen. Dann hätte ich gedacht, oh, das finde ich schon irgendwo im Meer. Wahrscheinlich wäre ich noch mal in die Höhle rein. Keine Ahnung. Weltenvernichter. Hab die im Auge, Weltenvernichter. Scheiße, Weltenvernichter. Der spielt bestimmt noch eine tragende Rolle später. Okay, dann gehen wir wieder den Aufzug rauf. Ich meine, die Sunbeam kommt eh in 16 Minuten an. Wir können uns da noch ein bisschen aufhalten. Guck mal, hier ist nochmal ein Würfel. Haha, wir haben Energie bis zum Abwinken. Halt. Wie viel kann ich denn noch mitnehmen? Ich kann vielleicht auch einfach mal meine Baupläne anschauen. Vielleicht ist die Forschungseinrichtung irgendwas anders. Mobile Forschungsstation. Oh, toll. Innenraum, Netzwerkraum, Energietransmitter, Bioreaktor. Steht aber nichts von Forschungskram. Seuchenstation meine ich. Was ist die Seuchenstation? Wieso? Seuchenforschungseinrichtung. Ach, zu einer weiteren Einrichtung anderswo auf dem Planeten. Anderswo auf dem Planeten. I see. Hier noch was? Nein. Na gut, ja, dann würde ich sagen, wir verlassen das sinkende Schiff, hätte ich mal gesagt. Wir verlassen es erstmal. Ein bisschen 92 Meter Tiefe. So, ich habe jetzt folgende Möglichkeit. Ich kann... Sieht verdächtig aus. Sorry, ich muss da kurz hin. Ne, sieht nur verdächtig aus. Okay, gut. Das heißt, wir können jetzt entweder gerade hochschwimmen. Gehen wir irgendwo... Hier. Sehe ich irgendwo die Forschungseinrichtung? Die Seuchenstation? Infizierte Bewohner dürfen den Planeten nicht verlassen. Bla bla bla. What the fuck? Oh, bloß ab das Vieh. Soll bloß abhauen. Das ist vielleicht ein Bewohner von diesem Ding? Einfach mal weg. Was ist das? Okay, was finden wir hier noch? Irgendwas zum Zerbersten? Nein, auch nicht. Wie lange ich halt jetzt tauchen kann, oder? Vorher nur beschweren, ja. Siegleiter, Landeplatz der Sunbeam. Tja, und nun? Dann gehe ich mich nochmal zum Landeplatz. Wir haben noch 13 Minuten Zeit. Wenn ich nur noch Silber finden würde in der Zwischenzeit.
Gold. Mann! Silber. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen was wegwerfen. Zum Beispiel die Blasenfische. Weil ich oben die Bäume habe. Schwimmen die jetzt wieder weiter? Ja, die schwimmen wieder weiter. Cool, die haben überlebt im Inventar. Sehr gut. Und wie das... Alter. Kristallines Uranit. Was? Uran? Atomreaktor? Scheiße. Moonpool-Fragment. Bist du? Schatten? Einfach nur ein Schatten, okay. Diamant? Was? Wer? Wo? Don't panic. I am from the internet. Boah, diese gruselige... Buh. Jesus Christ. Also übrigens, hier gibt es jede Menge... Zyklopmaschinen. Wie viel gibt's denn da alles zum Forschen? Und alles liegt hier rum. Alles liegt hier rum. Diese Viecher, oder? Oh. Okay, wir gehen wieder ein bisschen weiter hoch. Jetzt schwimmen wir hier mal außen rum. Wir müssen ja wieder zum Landeplatz in 11 Minuten. Jetzt haben wir jetzt zwei Dinge geforscht, zwei so Forschungsteile. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Und außerdem haben wir Silber bekommen. Und wieder Silber. Ich nehme das auch einfach mal mit. Das kristalline Urinit. Was bist du? Magnetit. Ein Warper? So nennen die sich also. Die Frage ist, muss ich irgendwas machen? Jetzt aktuell. Oder und sterbe ich einfach so? Oder was passiert jetzt? Das ist schon mal die spannende Frage. Was passiert jetzt? Nee, Blei brauchen wir nicht. Wenn es Silber gewesen wäre, hätte ich was rausgeworfen aus dem Inventar. Aber sonst... Hier noch irgendwo was. Ich glaube, wir sind wieder bei der friedlichen Seite. Silbererz. Ja, Lithium behalten wir vielleicht nochmal. Vielleicht lassen wir das Gold mal da. Gold haben wir eh schon so viel. Silber. Also ich finde es zumindest gut, dass wir hier erstmal Silber bekommen, weil das ist, das fällt es mir gerade auf, das Spiel lenkt einen halt automatisch in die richtige Richtung so ein bisschen. Beißer. Oh, Piranhas. Oh, der heißt nicht umsonst Beißer, nehme ich an. Muss wohl Luft holen, ha? Hast voll keinen Sauerstoffbehälter wie ich. Ja, ein Beißer mit zwei Augen auf einer Seite, super geil. Super cool. Soll ich Struktur im Auge behalten? Okay. Check. Wahrscheinlich wird die Sunbeam einfach abgeschossen. Ich meine, es kann nur so sein, ja. Es kann nur so sein, nachdem es heißt, diese Insel ist unter Quarantäne und man kann nicht weg. Die Frage ist halt, warum ist die Insel unter Quarantäne? Was ist hier passiert? Nur wegen dem Absturz? Als verseucht es jetzt? Oder warum? Gott sei Dank muss ich mir kein neues Messer craften. Geht's hier rauf? Irgendwie ins grüne Wäldchen? Oh, ausgewichen! 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 Schnetzel! Höhlenkrebs-Schnetzel! Höhlenspringer-Schnetzel. Ich hab in der Basis... Ja, stimmt! Stimmt! Ich hab... Ja, richtig! Richtig, da war oben auch noch eins. Danke! Ja, muss ich nochmal zurück? Wir haben noch 8 Minuten. Irgendwas? Hier will ich eine Basis bauen. Das ist ja cool hier oben. Aber ist ja nicht arg. Ist ja nicht arg. Na toll. Grandios. Wupp, wupp. So, dann füllen wir uns nochmal auf. Ach so, Inventar voll. Moment. So, tschakka, tschakka. Zack.
Chaka. So, essen, 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 essen. Unglaublich, oder? Wie viel Essen man aus dem Knollenbaum rausholen kann. Das ist super cool, der Knollenbaum. Ich will so ein bisschen anpflanzen. Warum ist die ganze Zeit so Knollenbäum-Dinger rein? Da gibt's Wasser. Oh. Zack, 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 zack. Abuse. Abuse. Noch Strahlending? Nein, Kreislaufschock. So, okay, das war die Höhle. Da waren wir jetzt drin. Dann gehen wir mal weiter zum Landeplatz. Voll gut, Knollenbaum. Klar, Bäume speichern ja Wasser, oder? Alter. Was zum Geier ist das denn? Oh. Oh. Okay. Moment. Moment. Ich muss noch mal kurz... bin ich jetzt am Landeplatz oder was ist das jetzt hier? Was ist hier der Landeplatz? Scheiße, was ist das denn jetzt? Ich dachte, das ganze Spiel wird sich nur unter Wasser abspielen. Dabei ist hier so ein, keine Ahnung was, Tempel. Natürlich fällt mir nichts Blöderes ein, als da einfach rein marschieren. Oh, Mistvieh. Komm da her. Oh, Mistvieh. Zieh dich. Die machen Gott sei Dank nicht so viel Damage. Ich muss kurz was trinken, sorry. Boah. So, jetzt aber. Ich bin... Was? Toll, das was interessant aussieht, kann ich nicht scannen. Selbstscannen kann man mal machen. Self-scan complete. Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. Okay, da geht erstmal nichts. No adverse effects detected. Keine nachteiligen Auswirkungen festgestellt. Sehr gut. Also ich vermute, ich musste wahrscheinlich die Platte, die ich jetzt gefunden habe, einsetzen, richtig? Die Platte ist kaputt, da zeigt mir ja schon den Weg. Da zeigt mir, ich muss in die Platte einsetzen, ganz eindeutig. Tafel einsetzen, das war klar, okay? Kraftfeldsteuerung. Okay. Da sind wir. Oh Gott, soll ich da reingehen? Geht jetzt einfach mal rein. Eine Metalllegierung mit beispielloser Beschaffenheit. Du Scheiße. Ach du Scheiße. Alien-Raumschiff. So viel zu, die Evolution wird neben Wasser stattfinden. Das sieht zumindest aus wie ein Alien-Raumschiff. Es muss halt gar keins sein. Hey, was ist das? Was bist du? Kann ich halt natürlich nicht scannen. Ah, hier ist eine zweite Tür. Der spielt bestimmt noch eine tragende Rolle später. Okay, dann gehen wir wieder den Aufzug rauf. Ich meine, die Sunbeam kommt eh in 16 Minuten an. Wir können uns da noch ein bisschen aufhalten. Ein bisschen. Guck mal, hier ist nochmal ein Würfel. Haha, wir haben Energie bis zum Abwinken. Halt. Wie viel kann ich denn noch mitnehmen? Ich kann vielleicht auch einfach mal meine Baupläne anschauen. Vielleicht ist die Forschungseinrichtung irgendwas anders. Mobile Forschungsstation. Oh, toll. Innenraum, Netzwerkraum, Energietransmitter, Bioreaktor. Steht aber nichts von Forschungskram. Seuchenstation meine ich. Was ist die Seuchenstation? Wieso? Seuchenforschungseinrichtung. Ach, zu einer weiteren Einrichtung anderswo auf dem Planeten. Ah. Anderswo auf dem Planeten. Ah, I see. I see. Hier noch was? Nein. Na gut, ja, dann würde ich sagen, wir verlassen das sinkende Schiff, hätte ich mal gesagt. Wir verlassen es erstmal. Ein bisschen 92 Meter Tiefe. So, ich habe jetzt folgende Möglichkeit. A, ich kann... Verdächtig aus. Sieht verdächtig aus. Sorry, ich muss da kurz hin. Ne, sieht nur verdächtig aus. Okay, gut. Das heißt, wir können jetzt entweder gerade hochschwimmen.
Gehen wir irgendwo hier. Gehe ich irgendwo in die Forschungseinrichtung? In die Seuchenstation? Fuck. Infizierte Bewohner dürfen den Planeten nicht verlassen. Bla bla bla. What the fuck? Oh, bloß ab das Vieh. Soll bloß abhauen. Das vielleicht ein Bewohner von diesem Ding? Einfach mal weg. Was ist das? Okay, was finden wir hier noch? Irgendwas zum Zerbersten? Nein, auch nicht. Wie lange ich halt jetzt tauchen kann, oder? Vorher nur beschweren, ja. Siegleiter, Siegleiter, Landeplatz der Sunbeam. Tja, und nun? Gehe ich mich nochmal zum Landeplatz. Wir haben noch 13 Minuten Zeit. Wenn ich nur noch Silber finden würde in der Zwischenzeit. Hm. Gold. Mann! Silber, okay, ich glaube, ich muss ein bisschen was wegwerfen. Zum Beispiel die Blasenfische. Da weit runter in die Höhle. Ich werde hundertprozentig keine Luft mehr kriegen. Ich werde sterben. Eines schrecklichen Todes. Also Memo an mich, wenn wir bei 70 Sauerstoff angekommen sind, dann muss ich umdrehen. Scheiße. Boah. Krank. Was ist hier? Violette Tafel. Was ist das? Weiß nicht, violette Tafel, was ist das? So. Boah, ich finde noch raus. Ich habe den Plan. Pass auf. Immer nach oben schwimmen. Haha! Zacka! Wahrscheinlich bin ich in einem ganz anderen Teil der Höhle jetzt. Doch, hier, wunderbar. Dann geh ich nochmal runter. Guck mal, dass der Höhlenkrabbel Energiequelle wechseln. Ich wusste, warum ich was nicht nehme, ne? Ich wusste es. Jetzt. So, und weiter runter. Scannen. Gepunktetes Ampferblatt. Dämische Lebensform. Okay, das ist eine Hirnkoralle. Scheiße. Hey, ich weiß, ich sollte eigentlich nicht so tief gehen, aber das ist super interessant gerade. Interessant. Nichts. Gut, dass ich zumindest die Maske schon habe. Boah, ich kann ja gar nichts sagen, weil es so cool ist. Oh, Glück gehabt. Ich dachte mir, dass da wieder rausgeht im Ozean. Ich dachte. Nein. Verzieh dich. Ja, zieh dich, du Tier. Ja, ist ja gut. Vielleicht war es nicht so episch, da wieder rausgekommen zu sein. So, okay. Gut, dann waren wir in der Höhle. So, ich soll mir was von den Bäumen abschneiden, hast du gesagt. Land ist mal halt ultra langsam, ne? Komm ich da? Wasser! Scheiße. Bist du? Schatten? Ein Schatten, okay. Diamant? Was? Wer? Wo? Don't panic. I am from the internet. Boah, diese gruselige. Jesus Christ. Also übrigens, hier gibt es jede Menge
Zyklopmaschinen. Wie viel gibt's denn da alles zum Forschen? Und alles liegt hier rum. Alles liegt hier rum. Diese Viecher, oder? Oh. Okay, wir gehen wieder ein bisschen weiter hoch. Oder zumindest schwimmen wir hier mal außen rum. Wir müssen ja wieder zum Landeplatz in 11 Minuten. Jetzt haben wir jetzt zwei Dinge geforscht, zwei so Forschungsteile. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Und außerdem haben wir Silber bekommen. Und wieder Silber. Wir nehmen das auch einfach mal mit. Das kristalline Urinit. Was bist du? Magnetit. Ein Warper, so nennen die sich also. Die Frage ist, muss ich irgendwas machen? Jetzt aktuell. Oder und sterbe ich einfach so? Oder was passiert jetzt? Das ist schon mal die spannende Frage. Was passiert jetzt? Nee, Blei brauchen wir nicht. Wenn es Silber gewesen wäre, hätte ich was rausgeworfen aus dem Inventar, aber sonst. Hier noch irgendwo was. Ich glaube, wir sind wieder bei der friedlichen Seite. Silbererz. Ja, Lithium behalten wir vielleicht nochmal. Vielleicht lassen wir das Gold mal da. Gold haben wir eh schon so viel. Silber. Also ich finde es zumindest gut, dass wir hier erstmal Silber bekommen. Weil das ist, jetzt fällt es mir gerade auf. Das Spiel lenkt einen halt automatisch in die richtige Richtung so ein bisschen. Beißer. Oh, Piranhas. Oh. Der heißt nicht umsonst Beißer, nehme ich an. Muss wohl Luft holen, ha? Hast voll keinen Sauerstoffbehälter wie ich. Ja, ein Beißer mit zwei Augen auf einer Seite. Super geil. Super cool. Soll ich Struktur im Auge behalten? Okay. Check. Wahrscheinlich wird die Sunbeam einfach abgeschossen. Ich meine, das kann nur so sein. Quelle mit hoher Kapazität. Oh. Energiequelle. Papam, papam, noch einer. Nehmen wir doch einfach mit. Er macht und alles ist aus. Vielleicht irgendwas? Datenterminal. Ach du Scheiße. Vollstreckungsplattform. Oh Gott. Okay. Kann ich das, hat er das jetzt übersetzt? Logische Daten? Nein. Ach, Daten-Downloads. Fremde Daten. Daten aus Terminus. Baumaterial. Baumaterial, Grundriss, Steuerung. Bla 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 bla. Alles nicht interessant. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Oh oh. Oh oh. Bin ich tot? Ach du Scheiße. Ein Aufzug im Jahr 2050. Ist das geil. Ist das geil. Oh. Shit. Hier ist Wasser. Oh Gott, ist es geil, das Spiel! Oh, heilige Scheiße! Ach, Kacke. Hier ist ja noch mehr. Jetzt geht's hier auch rein? Ja, ich gehe dir schon nicht zu nahe. Da auch rein irgendwie? Von unten vielleicht? Tja, das ist hier ein Anker, ne? Nach Anker aus. Das haben die hier befestigt. Warum auch immer. Oh, Spoiler-Alarm! Spoiler-Alarm! Aus dem Tor. Hm. Gut. Egal, gehen wir wieder rein. Gehen wir wieder rein. Sehr cool. Frage ist,
Ist das auch bewohnt? Ist da jemand drin? Oder ist das eine KI vielleicht, die das irgendwie regelt? Ja, wieder im Unterwasser schwimmen. Ich bin schneller. Oben war außerdem eine Tür. Oder ein Durchgang. Die Tür ist betrieben. Ich bin mal gespannt, was ich hier noch finde. Jetzt, aktuell. Oder und sterbe ich einfach so? Oder was passiert jetzt? Das ist schon mal die spannende Frage. Was passiert jetzt? Nee, Blei brauchen wir nicht. Wenn es Silber gewesen wäre, hätte ich was rausgeworfen aus dem Inventar. Aber sonst... hier noch irgendwo was. Ich glaube, wir sind wieder bei der friedlichen Seite. Silbererz. Ja, Lithium behalten wir vielleicht nochmal. Vielleicht lassen wir das Gold mal da. Gold haben wir eh schon so viel. Silber. Also ich finde es zumindest gut, dass wir hier erstmal Silber bekommen, weil das ist, das fällt es mir gerade auf. Das Spiel lenkt einen halt automatisch in die richtige Richtung so ein bisschen. Beißer. Oh, Piranhas. Oh. Das heißt nicht umsonst Beißer, nehme ich an. Muss wohl Luft holen, ne? Hast wohl keinen Sauerstoffbehälter wie ich. Ja. Ein Beißer mit zwei Augen auf einer Seite. Super geil. Super cool. Soll ich Struktur im Auge behalten? Okay. Check. Wahrscheinlich wird die Sunbeam einfach abgeschossen. Ich meine, es kann nur so sein, ja. Es kann nur so sein, nachdem es heißt, diese Insel ist unter Quarantäne und man kann nicht weg. Die Frage ist halt, warum ist die Insel unter Quarantäne? Was ist hier passiert? Nur wegen dem Absturz? Was verseucht es jetzt? Oder warum? Gott sei Dank muss ich mir kein neues Messer craften. Man geht's hier rauf. Irgendwie ins grüne Wäldchen. Oh, ausgewichen! 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 Schnetzel! Höhlenkrebs-Schnetzel. Höhlenspringer-Schnetzel. Ich hab mit der Basis. Ja, stimmt. Stimmt. Ich hab. Ja, richtig. Richtig, da war oben auch noch eins. Danke. Hier muss ich nochmal zurück. Wir haben noch 8 Minuten. Irgendwas? Hier will ich eine Basis bauen. Das ist ja cool hier oben. Aber ist ja nicht arg. Ist ja nicht arg. Na toll. Grandios. Wupp, wupp. So, dann füllen wir uns nochmal auf. Ach so, Inventar voll. Moment. So, tschakka, tschakka. Zack. Tschakka, tschakka. So, essen, 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 essen. Unglaublich, oder? Wie viel Essen man aus dem Knollenbaum rausholen kann. Das ist super cool, der Knollenbaum. Ich will so einen bitte anpflanzen.